möchte, dass du etwas für mich schmiedest. Handschuhe des Alchemisten. Dafür hätte ich jetzt genug Tierhäute. Todbringer. Dafür bräuchte ich halt noch ein Obsidianfragment, das ich nicht habe. Genauso wie für das Ding bräuchte ich noch den Hundehautmantel. Falkenaugenhelm. Genauigkeit. Zeitdurchschnitt. Nee. Ich möchte mal kurz gucken, wie heißt der Händler nochmal? Ah, falscher. Den da wollte ich. Rakus. Rakus, wo stehst du rum? Pelagos, Turmarbeiter, Turmarbeiter. Rakus, genau. Der Mann schiebt sich weiter in Richtung der Wand hinter ihm und vermeidet den Blick auf den Horizont, so gut es geht. Schicksalsbinder, ein breites Grinsen blitzt in seinem Gesicht auf, aber er verbirgt nur einen Moment lang einen dauerhaft besorgten Gesichtsausdruck. Der Zeitpunkt ist gerade so schlecht wie alle anderen, um es zu erwähnen, aber ich bin nicht so sehr versessen auf luftige Höhen. Er atmet tief ein und beruhigt sich so gut er nur kann. Wenn ich diese Furcht überwinden kann, schaffe ich alles, stimmt's? Zeig mir, was du zum Verkauf anbietest. Bluthundkapuze. Plünderermaske. Da könnte ich gleich die Bluthundkapuze kaufen. Verkohlter Ledergürtel, ne. Robe eines Weisen, Fellbeißerarmschienen. Unbewaffneter Schaden. Bei kritischen Treffern mit Waffe ziehen Gegner Rüstung minus 1. Handschuhe eines Eingebundenen. Robe eines Weisen. Ne, nehmen wir einfach die hier. Habe ich noch irgendwas, was sich zu verkaufen lohnt? Zerfetzter violetter Stoff. Ein rostiges Eisenschwert. Hier habe ich bereits alles verkauft. Lederrüstung eines Plünderers. Die könnte ich noch wegverkaufen. Waffenmäßig habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Doch ein Eisendolch. Und eine bronzene Großaxt. Die eiserne Großaxt vielleicht noch. So. Dankeschön. Gut. Können noch meine Schuhe verbessern. Dass bei mir wenigstens mal alles lila ist. Und vielleicht sogar die hier auf Orange springen. So. Bei Beric ist auch alles lila. Bei Sirin sollte ich ihren Helm, auch wenn der nicht abnehmbar ist, auch mal ein bisschen upgraden. Das kann ich gerade nicht upgraden. Bei Lyra könnte ich den Helm upgraden, wenn ich Leder hätte. Das müsste ich mir noch in dem anderen Turm holen. Ja, vielleicht sollte ich nochmal her zurückkommen. Waffenmäßig ist Lyra auch am besten ausgerüstet. Komm, den wähle ich auch noch ab, dass ich einen starken Speer habe. Und für Barracks Ding fehlt mir ein Bronzebarren.
Dafür fehlt mir auch Bronze. Dafür fehlt mir eigentlich Eisen. Schattenbindung. Schwere Eisenrüstung. Kann Beric leider nicht anlegen. Ach so, das ist sogar ein Artefakt. Ah. Das Problem ist, ich trage jetzt gerade nur leichte Rüstung. Würde ich das wieder anlegen, würde ich wieder schwere tragen. Also nö. Das hier wäre noch leichte Rüstung. Handschuhe des Kräuterhändlers, aber nee, die sind schlechter. Okay, das heißt, wir gehen jetzt Leder holen bei der Apotheke. Jetzt muss ich nur den richtigen Ding... Nee, halt, das war nicht bei der Apotheke, sondern beim Ausbildungslager habe ich einen Ledersammler. Was kann ich hier tun? Ich würde gern üben. Ja, das kann ich alles nicht üben. Rede ich mal kurz mit den Leuten hier. Ja. Also gut, kämpfen wir. Ah ja. Bei Lyra steigere ich einfach zwei Waffen, genau. Soweit ich kann. Bei Sirenen kann ich gar nichts steigern. Bei mir könnte ich List weiter steigern, aber nö. Ich würde lieber einhändig steigern. Ich würde gern üben. Was kannst du? Genau, Einhandwaffen. Oder parieren. Nö, Einhandwaffen ist wichtiger, so. Natürlich, lass uns anfangen. Bei dir kann ich zwei Handwaffen, zwei Waffen. Das habe ich bei ihr allerdings schon gesteigert. Zwei Handwaffen. Oh ja, bei Beric könnte ich bei ihr parieren steigern. Ne, Einhandwaffen. Da ist Beric nämlich auch etwas hinterher. Und steigere es gleich ordentlich. Steigere es gleich richtig. Gebe ihm mehr Stärke, dass er besser zuhauen kann. Und er kriegt Schild der Leidenden, würde ich mal sagen. Oder neben mehr Kampfbindung für Beric, das ist immer gut. So. Bist du mein Lederhändler? Nein, bei dir kann man auch nur üben. Ein bisschen Athletik und Lebenskraft beherrschen. Da packe ich mal 5 Ränge rein und in Athletik packe ich auch mal 5 Ränge rein. So. Jetzt habe ich immer noch nicht meinen Lederfuzzi gefunden hier. Verus. Wo ist Verus? Da ist noch ein Weiser. Turmarbeiter. Ach, da wäre Verus gewesen. Ja. Ich würde gern üben. Bei ihr Blitz beherrschen. Ja, packen wir Blitz beherrschen rein. So.
Ich hätte das wirklich halt nach jedem Level abmachen müssen. Einfach Lehrer suchen. Aber dadurch hätte sich das Let's Play halt so sehr hingezogen. Raven Ash beschützt. Ja. Hast du etwas für mich? Genau. Viermal Leder, das reicht ja fast schon. Bringt zwar nicht viel, in dem Turm noch vorbeizugucken, aber wir machen es mal kurz. Was hast du für mich gefertigt? Genau, ich klicke mich jetzt gerade einfach mal nur durch. Wow, der hat einfach irgendwas hergestellt. Auch gut. Ich würde gern üben. Ah, hier hätte ich Leben beherrschen für sie üben können. Ah, jetzt ist eh vorbei. Was ist mit dir? Kann ich hier noch gezielt was herstellen? Was hast du für mich gefertigt? Ja. Gut, das heißt nochmal zurück zum Turm des Ozeans. Ich war eh noch nicht bei Erne Esse, also gehen wir direkt zu Erne Esse. Doing, doing, doing. Und ich muss echt sagen, ich finde die neue Musik im Ladebildschirm klingt irgendwie viel besser als die alte. Ich will gerade mal kurz was gucken. Ne, bei Serin kann ich das Ding nicht ausblenden. Das sah gerade nämlich so aus. Und ja, Ash hat sich da echt verpanzert. If what I hear is true, and Mighty Tunon has bowed to your authority, then we are very well positioned indeed. Your laws and policies can restore order in ways that bloodshed cannot. Wenn der Stimmpfer sich höre und der mächtige Tunon sich deiner Autorität gebeugt hat, dann befinden wir uns wahrlich in einer hervorragenden Position. Deine Gesetze und Richtlinien können die Ordnung auf eine Weise wiederherstellen, die durch Blutvergießen nicht möglich ist. If indeed Tunon's headman has been dispatched, then I am spared a nightmare plagued by shadows. No one will mourn his passing. Wenn Tunons Scharfrichter tatsächlich beseitigt wurde, dann wird mir ein vom Schatten heimgesuchter Albtraum erspart. Niemand wird sein Dahinscheiden betrauern. We find ourselves at an impasse. You are no fatebinder to be shrugged off, dispatched or underestimated. No, that time is over. You are an Archon. Wir befinden uns in einer Pattsituation. Du bist kein Schicksalsbinder, den man ignorieren, beseitigen oder unterschätzen kann. Nein, das ist vorüber, du bist Archon. Ja, das kennen wir bereits. Now that you are counted among the Archons, we are indeed equals. But I still require your help in this wretched struggle against the chorus. That fact has not changed. I cannot pretend to have any ability to compel you, but I hope our alliance is one worth preserving. Das kennen wir bereits als. Ja. Ich kehre wieder, wenn er eliminiert ist. Gut.